Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute dieses Gespräch mit Ruth Weiß über ihr Leben, über Afrika, über den Kolonialismus führen kann. Mein Name ist Lutz Kliche. Ich bin Verleger, Literaturvermittler, Programmmacher und habe Ruth kennengelernt vor vielen Jahren, als wir gemeinsam an einem ersten Buch über dein Leben gearbeitet haben, an einer Autobiografie gemeinsam, Wege im harten Gras. Ich möchte Ruth kurz vorstellen und dann in das Gespräch mit dir, Ruth, einsteigen. Du bist in Fürth bei Nürnberg geboren, bist dann in einem Dorf bei Fürth aufgewachsen und dann hast du eine sehr, wie du immer berichtest, auch in den Schulen, eine sehr glückliche Kindheit bei Fürth auf dem Dorf erlebt. Bis dann die Nazi-Zeit begann, bis Hitler Reichskanzler wurde, bis dein Vater dann sofort seinen Job verlor, sehr kurz nach dem 30. Januar 1933. Ihr hattet Verwandte in Südafrika und die sagten deinem Vater, die schrieben, an ihn sagten, komm, wir bürgen für dich, du kannst hier sozusagen eine neue Existenz aufbauen. Und als 1935 die Nazis die Nürnberger Gesetze erließen, da merkte dein Vater, dass es wichtig wurde, dass ihr nach Südafrika nachkamt, dass ihr Deutschland möglichst bald verlassen solltet, um euer Leben zu retten. Du bist dann in Südafrika hast du deine Jugend verbracht und bist dann in den 50er Jahren in den Beruf der Journalistin eingetreten durch persönliche Umstände und hast dann eben in den 50er, 60er und 70er Jahren diese wichtige Phase der afrikanischen Geschichte, des Kolonialismus, aber auch der Entkolonialisierung und der Befreiungskämpfe vor allem auch im südlichen Afrika, in Südafrika selbst, aber auch in Südrhodesien, Simbabwe heute, Angola, Mosambik, Sambia wurde unabhängig. All das hast du miterlebt und hast als Journalistin für verschiedene Medien, Printmedia, aber dann auch für Radio, bei der Deutschen Welle später, hast in Köln, hast darüber berichtet. Und unser Gespräch heute soll sich gerade über dieses Thema des Kolonialismus und der Entkolonialisierung drehen. Und die erste Frage, die ich dir hier stellen möchte in dem Zusammenhang, ist die folgende. Welche Merkmale kolonialer Machtverhältnisse hast du in den 50er Jahren in deiner Arbeit als Journalistin in Afrika wahrgenommen? Und was wären dafür einige Beispiele? Also erstens, in den 50er Jahren war ich noch nicht lange aus der Schule. Ich habe also noch das sozusagen verinnerlicht, was ich in der Schule gelernt habe, nämlich, dass das britische Reich außerordentlich wichtig war, weil es in diesem Riesenreich niemals die Sonne untergegangen ist. Das lernten wir und das hatte ich dann begriffen. Und dieses Merkmal, dass also nun ein ganz kleines Land, ich konnte ja eine Karte mehr ansehen, wenn ich das wollte, ein ganz kleines Land, die riesen Besitztümer überall auf der Welt hatte, das habe ich wie jeder andere Schüler als selbstverständlich akzeptiert, bis ich dann reiste, wenige Jahre später. Vor allem bin ich nach Nigeria und nach Ghana geflogen. Das war also meine erste Reise ins Innere, wirklich ins innere afrikanische Land. Denn im südlichen Afrika, ja, das ist ja das Thema, war die Kolonisation präsent. Das ist eine andere Art von Kolonisation, als wenn alles aus der Metropole kam. Und da stellte ich fest, um nach Lagos zu fliegen, musste ich am besten nach Holland fliegen und mir von dort aus einen Flug nach Lagos nehmen, weil eben durch den Kolonialismus alles nicht auf Afrika bezogen war, sondern auf die Metropolen. Lissabon, London, Paris.
Und das war der erste, ich würde nicht sagen Schock, aber das erste, wo mir klar war, dieses große Reich, wieso besteht denn das? Und da ich über Wirtschaft schreiben musste, hatte ich ganz leicht die Antwort. Und das ist eben auch das wichtigste Merkmal des Kolonialismus. Handelsinteressen. Es ging um handfeste Kaufleute, die sich für diese Verbreitung interessierten. Als die zweite Welle der Kolonisation in dem 19. Jahrhundert anfing, da ging es auch wieder um Handel. Also in den ersten Jahren nicht, da ging es darum, dass die Schiffe über das entdeckte Kap in den fernen Osten segelten, weil dort Stoffe und Gewürze und eben andere Sachen zu holen waren. Und umgekehrt, dass diese Länder dann Absatzmärkte waren, also der Anfang von Absatzmärkten. Aber später, im 19. Jahrhundert, als die Industrialisierung wichtig war, da waren wieder Kaufleute zugange. Also man kann schon sagen, Kaufleute, Missionare haben Afrika entwickelt und die Regierungen haben es möglich gemacht. Aber der Zweck war ein Wirtschaftszweck. Dann in der zweiten war es, dass die Naturschätze, ja, man spricht ja heute von Extraktivismus. Ja. Und da gingen dann eben diese Straßen vom Hafen und von den Stützpunkten, auch in den Inseln, immer zu Plantagen oder Bergwerken. Diese Wege haben für die Afrikaner, für die Ureinwohner, die Einwohner, für die hat das überhaupt nichts bedeutet oder sehr wenig bedeutet, außer dass sie dort vielleicht einen Arbeitsplatz hatten. Das heißt also, du hattest ein Kraftwerk inmitten der Bevölkerung, aber die Benutzung, die ging nicht an die Dorfbewohner. Und in diesen ersten Reisen in den 50er Jahren war mir das ganz klar. Das ist ein besiedeltes Land. Aber die Anpflanzung und die Tätigkeit, die Afrikaner in Ghana, die haben Kakao angepflanzt. Und das war vorher nicht der Fall. Also alles wurde ihnen aufgedrängt. Das bedeutete, dass meine Wirtschaftsberichte der damaligen Zeit sich vor allem darauf konzentrierten, was war vorher, was wurde durch die Kolonisation unterbrochen, nicht die Wirtschaftsaktivitäten der Afrikaner, der Einwohner, und was ist geblieben. Was hat diese Kolonisation in diesen besetzten Ländern und in besiedelten Ländern, wo die Siedler blieben, wie in Südafrika, was hat sich da so festgelegt durch das Erbe der Kolonisation, das dann später geblieben ist? Ist die Beziehung zwischen den Afrikanern und den Europäern geprägt gewesen von diesem Verhältnis der wirtschaftlichen Ausbeutung? Also ja, ich meine, es fing ja mit der Ausbeutung der Menschen an. Sklavenhandel hat mit den Portugiesen angefangen, also eigentlich mit Cromwell, Columbus meine ich. Ja. Und diese Ausbeutung war von Anfang an da. Die 50er Jahre, also wir sprechen immer von Entkolonisierung, das klingt so, als wenn es eine ganz friedliche Geschichte gewesen wäre. Es war ein schmerzhafter Prozess, ja, es waren ja Kämpfe. Die hast du ja auch miterlebt, diese Befreiungskämpfe. Wie hast du die erlebt? Dadurch, dass ich eben in den 50er Jahren gereist bin, 1959 war es ganz klar, dass dieses große Reich, auf dem die Sonne ewig schien, dass das zu Ende ist. Der Krieg war zu teuer für Großbritannien.
Es wurde also aus Großbritannien irgendwann dann Kleinbritannien wieder. Und das kommt, das war klar. Und da haben die Engländer in Zentralafrika und im südlichen Afrika versucht, ganz plötzlich die Menschen vorzubereiten. Denn eine Ausrede für die Kolonisation war, dass diese Menschen etwas rückständig sind. Ich möchte es nicht anders ausdrücken. Und dass man sie also bevormunden muss und ihnen die Zivilisation beibringen muss. Dass das also eine gute Tat ist, nicht? Das bedeutete, dass sie die christlichen Werte oder die europäischen Werte zwar vermittelt haben, aber nicht die Ausbildung. Nicht ein Afrikaner war weiter ein Diener in Südafrika zum Beispiel bis 1990. Herr und Diener. Es gab kaum eine kleine Zwischenschicht. Und jetzt mussten sie plötzlich das ändern und haben nun in Zentralafrika haben sie drei Länder zusammengebracht. Nyasaland, heute Malawi. Ich habe ja schon Nord- und Südrhodesien, also Sambia und Simbabwe zusammengelegt. Aber in dem Augenblick, in dem sie das gemacht haben, haben sie den weißen Siedlern in Südrhodesien, wo die Mehrheit der Siedler, nicht die Mehrheit der Menschen waren, praktisch die Macht übergeben über diese drei Länder. Und die Afrikaner, die ja durch den Manifest, dass alle Menschen berechtigt sind, frei zu sein, nicht von der UN gekommen ist, die wollten frei sein und haben sich sofort in dem Augenblick, das heißt also 1952, gegen diese Föderation dieser drei Länder gewehrt. Und da waren auf der Straße in Kairo, im Cairo Road. Cairo Road war eine Eisenbahnstation in Sambia. Also im Cairo Road, wenn ein Afrikaner in eine, sagen wir mal, Apotheke gehen wollte, dann durfte er nicht durch die Tür, sondern er wartete vor dem Fenster, das dann geöffnet wurde in der Mauer, und dann wurde er gefragt, was er oder sie kaufen möchte. Und das wurde dann durchgeschoben. Kaunda, er war der Anführer dieser Person, stellte sich also vor ein Fenster und er verlangte Aspirin. Ja, kam das. Und ich möchte es nicht weiter verraten, er hatte zuletzt eine Badewanne bestellt. Also Badewanne. Voll mit Medikamenten. Ja, es stand dann alles vor ihm. Dann hat der Apotheker oder wer immer ihn bedient hat, gesagt, das ist zu groß, das kann ich nicht, du musst reinkommen. Sagte er, nein, das tue ich nicht. Und das war der Anfang von einer Protestaktion. Aber in Simbabwe, als ich dann nach Nordrhodesien, da ging es schon ganz anders los, weil eben dort die weiße Macht noch viel stärker war. Da waren schon Aufstände von vielen, vielen hunderten Menschen und die Polizei kam mit bissigen Hunden. Dadurch, dass ich zu früh da war sozusagen, während sie noch im Kampf waren, hat man mir dann vertraut, weil sie mich schon kannten. Ich meine jetzt die Führer, ja. Wie Kaunda oder Nkomo und wie sie alle hießen. Also ich habe auch in Tansania, ehemalige Deutsch-Ostafrika, habe ich, bevor er Präsident wurde, Nyerere kennengelernt. Ja. Wenn du heute das vergleichst, die Situation, also Kolonialzeit, den Kolonialismus in Afrika, die Entkolonisierung und die heutige Zeit, wie würdest du das einschätzen? Wie ist die Situation heute in diesen Ländern, über die wir jetzt gesprochen haben? Nkrumah, der erste Präsident,
eines afrikanischen Landes, das unabhängig geworden ist, in Ghana, hat das Wort geprägt, Neokolonialismus. Und das stimmt. Was ich vorhin über den Kakao gesagt habe, es geht weiter. Es ging weiter. Es hat sich ja eigentlich in der Wirtschaft nichts geändert. Also die wirtschaftlichen Strukturen der Ausbeutung, der Plantagenwirtschaft, Monokulturen, das ging nahtlos weiter praktisch. Und wenn du heute alle diese Projekte und Freundschaftsverbindungen und ich denke jetzt an Schulen zum Beispiel, Austausch oder wie gesagt Freundschaft, wenn du das mal ein bisschen wegschiebst und nur wieder an meine Handelsleute, an meine Kaufleute denkst, was hat sich denn verändert? Mhm. Als ich nach Sambia kam, war ich Korrespondent für die Financial Times in London und Wirtschaftsredakteurin der Lokalzeitung, die einem englischen Konzern noch gehörten zu dieser Zeit. Da habe ich festgestellt, dass die Aktionäre und der Aufsichtsrat und alles immer noch weiß war. Es war sehr am Anfang, ich spreche von 1970, also 6 Jahre nach der Unabhängigkeit. Aber Kaunda, der Präsident, der hat genau wie Nkrumah mit seinem Kakao, das mit seinem Kupfer festgestellt. Leider hat er das zu schnell gemacht. Da sagte er, wir verkaufen rohen Kupfer, also Kupfer, man sagt Kupferdraht. Und das wird dann irgendwo auf der Welt verarbeitet. Wir verarbeiten den Kupfer und verkaufen den dann in halbfertiger Fassung an die Industrie. Denkst du, das hätte was gebracht? Kein Mensch wollte den Kupfer aus Sambia schon halb verarbeitet. Also er wollte eine lokale Industrie damit gründen. Ja, natürlich. Das ist die Zukunft. Wäre die Zukunft überhaupt von Afrika? Ja. Wenn du dir vorstellst, 60% der Afrikaner sind unter 30. In Tansania hat der leider jetzt verstorbene Präsident es geschafft, sich mit einer großen internationalen Gesellschaft, die hat er gezwungen, in Tansania die Rohstoffe zu verarbeiten. Es gibt heute diese Struktur. Das heißt also, es geht oder es könnte. Es ist eine politische Entscheidung. Ja, aber eine politische Entscheidung von den Unternehmern, von den Bergwerkleuten oder von den Kunden. Oder von den Regierungen, die die Konzerne auch ein Stück weit dazu zwingen. Und das finde ich eben interessant, dass das zusammengeht mit der Zusammenarbeit auf der niedrigen Mensch-zu-Mensch-Ebene. Nicht also Entwicklungsprojekte, die der Weltfriedensdienst unterstützt und eine neue Art von, sagen wir mal, in dieser Klimawechselzeit von Anbau einführt. Das ist wieder eine andere Ebene. Aber auf der handelswirtschaftlichen Ebene hat sich sehr wenig zum Teil verändert. Tansania ist eine Ausnahme. Auf der Ebene der menschlichen Beziehungen, die du ja auch angesprochen hast, kann man da sagen, dass das Verhältnis zwischen Europäern und Afrikanern in Afrika, das zur Kolonialzeit von einem manifesten Rassismus bestimmt war. Kann man sagen, dass sich dieses Verhältnis in der Zeit nach der Unabhängigkeit substanziell verändert hat, sodass ein afrikanisches Selbstbewusstsein da ist? Es ist natürlich anders geworden, aber besser würde ich noch in Frage stellen. Wenn du einen Menschen verkaufst und ihn in einem anderen Land arbeiten lässt, dann ist dieses Verhältnis zu diesen Menschen nicht menschlich.
in jedem Sinne des Wortes, die Führerin der weißen, ja, man kann schon sagen, Wirtschaftspartei, also die Opposition von der jetzigen schwarzen Regierung, die hat vor einem Jahr oder so etwa den Aufbruch gemacht, die Kolonisation hat doch eine ganze Menge gebracht. Kann man das heute als Führerin sagen? Aber das zeigt dir, dass diese Mentalität eben noch da ist. Und bis das verändert wird, das ist eine Generationenfrage. Welche Perspektiven siehst du für das, für Südafrika, für das südliche Afrika und für Afrika insgesamt? Also erstens mal musst du dir überlegen, dass zwischen 2000 und 2019 sich die Bevölkerung von Afrika verdoppelt hat. Und wenn die Jugend dann in das Alter kommt, wo es auf den Arbeitsmarkt geht, sind einfach keine Jobs da. Also wie kann man das ändern? Wir wissen, dass aus Afrika viele Menschen auswandern, einfach aus Not. Und man muss irgendwie es in den Griff bekommen, dass diese Ressourcen für den Kontinent benutzt werden. Natürlich weiter handeln, aber eben, dass die Industrie ausgebaut wird. Und durch den Klimawechsel ist Afrika sehr gefährdet, auch im südlichen Afrika. Das heißt, wie ich schon sagte, wie der Weltfriedensdienst und andere Projekte es versuchen, was machen die mit der Landwirtschaft? Die Städte sind zu groß. Der Elend ist ja in den Städten enorm. Aber ich denke, in Afrika muss es irgendwann einen Umsturz geben von korrupten, autokratischen, undemokratischen Regierungen. Man sieht, dass die Jugend eben nicht bereit ist, diese Nicht-Zukunft mitzuerleben, sondern etwas zu unternehmen.